der ja im Training und in der Qualifikation in Bracciolato starke Leistungen gebracht hat, dort mit der Beste war, aber dann im Wettkampf hat das nicht so geklappt. Sein erster Sprung und davon hängt ja viel ab und der ist gut, der liegt sicher in der Luft und er springt weit. 100 Meter exakt. Weiter hat es im ersten Durchgang keiner geschafft. Martin Schmidt ist zurück und er hat sich sehr viel vorgenommen. Klasse Sprung im zweiten nur nochmal 98, damit lag er auch in der Spitzengruppe. Und da kann man natürlich, Martin, sehr zufrieden sein. Martin, für den Titel Trainingsweltmeister gibt es keine Medaillen, aber diese Sprünge tun unheimlich gut, oder? Ja, nee, ich komme ganz gut zurecht mit der Schanze, habe zwei ordentliche Sprünge gemacht und ja, ist okay.